Hallo, ich bin Pfarrer Tobias Blechschmidt aus dem Usinger Land. Nicht nur bei Olympia gelingen uns Rekorde. Als Deutsche sind wir auch Weltmeister im Brotbacken mit über 3000 verschiedenen Sorten, die es gibt. Brot gehört damit bei uns zu den Grundnahrungsmitteln. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, spricht uns Jesus heute im Evangelium zu und macht sich damit für uns zur Grundnahrung im Glauben. Er will uns begegnen, er will uns Kraft geben. Dabei ist das warme Sonntagsbrötchen doch fast beliebter, als Jesus im Sakrament der Eucharistie im Sonntagsgottesdienst zu empfangen. Menschen haben heute ein anderes Bedürfnis, wenn sie zu den Gottesdiensten kommen, als früher. Es ist nicht mehr die Erfüllung der reinen Sonntagspflicht, sondern ich möchte etwas für mich, für mein Leben mit daraus mitnehmen können. Als Kirche muss uns das gelingen. Denn Handeln im Alltag, christliches Handeln ist auch ohne die Begegnung mit Jesus in der Eucharistie möglich. Aber dadurch bekommt es das Fundament, bekommt es Kraft und Stärke. Nutzen wir vielleicht auch ganz bewusst einmal diese Sommerferien neu zur Begegnung mit Jesus. Egal ob analog oder digital im Gottesdienst oder da, wo ich mir am Urlaubsort oder zu Hause einmal wieder Zeit nehme, in der Gegenwart Jesu im Sakrament der Eucharistie, im Tabernakel der Kirche, bei ihm im Gebet zu sein, um Stärke und Kraft für mein Leben zu bekommen. Empfange, was du bist, Leib Christi, damit du wirst, was du empfängst, Leib Christi. Dazu segne uns der wegbegleitende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.